Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt in meinem Kanal. Heute schauen wir uns an den Bus-Simulator 21. Und als ich das erste Mal gelesen habe, Bus-Simulator 21, dachte ich, ah, ist ja noch ein bisschen was hin. Bis mir eingefallen ist, die Simulatoren haben ja immer häufig das nächste Jahr schon im Titel, auch wenn sie schon in diesem Jahr erscheinen. Ja, und während das Ganze erlebt, wie immer ein klarer, deutlicher Hinweis. Ihr seid es in meinem Kanal gewohnt, dass wir sehr frühe Versionen von Spielen zeigen, Alpha- und Beta-Versionen. Das hier ist also eine frühe Alpha-Version. Da wird noch nicht alles perfekt sein, aber ihr kennt solche Inhalte ja bei mir. Wir sind ja darauf spezialisiert und natürlich ein dickes Sorry, dass wir hier ein bisschen später dran sind. Denn ja, ich weiß nicht, also die Demo hat sich offenbar in den falschen Bus gesetzt oder ist auf einer falschen Linie gefahren und nicht sofort bei mir angekommen. Dafür ein großes, großes Sorry. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt dieses neue Spiel erkunden können. Und da geht es dann hoffentlich auch gleich schon los im Bus-Simulator 21. Auch nochmal der Hinweis hier, not representative of the final game. Ja, und was ist hier neu? Wir werden also zwei Karten haben. Eine in Europa und eine, das sieht man hier, das soll so ein bisschen im Stile von San Francisco sein. Und damit eine US-Map. Jawohl. Da werden wir also hier nicht nur mit unserer Garderol Bus Company den Markt erobern in den USA, wie mir scheint. Und da vor uns direkt auch schon der erste Zebrastreifen. Kann ja gut losgehen. So. Wir schauen mal. Auch die Geräusche und die Leute auf der Straße sind natürlich noch nicht final. Und das kennt ihr natürlich schon. Aber wir können hier schon mal den wunderschönen Asset-Katalog bewundern und wie es dann wahrscheinlich dann final aussehen wird. Was mir übrigens schon positiv auffällt, gegenüber dem ein oder anderen Simulator auf dem Markt, die Fußgänger hier, die sehen wirklich schon sehr, sehr gut aus. Und mit sehr gut meine ich über dem Durchschnitt eines Simulators, der ja irgendwie da Fußgänger darstellen will und so ein bisschen Leben in der Welt haben will. Und das, obwohl, wie gesagt, das Ganze noch nicht final ist. Huch, hat jemand gesehen, dass der Garderol unterwegs ist, schnell zurückgesprungen. So, ja, das Ganze wird eine Kampagne haben, das Ganze wird auch Zufallsereignisse haben, da bin ich ja immer ein großer Freund von, wenn ich gerade irgendwie der Reifen auf einmal uns überholt oder so. Und am meisten freue ich mich natürlich auf den Open-World-Modus. So, da bin ich mal gespannt, wenn ich hier die erste Haltestelle überfahre. Hier haben wir erstmal eine. Da halten wir mal an. Bleib zu stehen. So, P wie parken. Perfect Stopping Position, Perfect Timing. Ich habe nicht geübt. Wir sind jetzt einfach mal hier reingesprungen. Und für Stimmung hier finde ich es auch ziemlich, ja, wie soll ich sagen? Ich wollte gerade sagen romantisch, aber ich glaube, das ist nicht das richtige Wort. Ich meine das im Sinne von, es ist so eine liebevolle Abendstimmung, früher Morgenstimmung, ich weiß es nicht. Die ganzen Anzeigen dafür fehlen mir irgendwie noch. So, dann haben wir da vorne schon wieder den Ticketautomaten, da werde ich natürlich wieder sehr viel Spaß mit haben. Ja, was ich sagen wollte, ist, ich freue mich natürlich auf den Sandbox, auf den Open-World-Modus, wo man dann vielleicht auch sein eigenes Busunternehmen vergrößern oder verkleinern kann. Sind natürlich auch neue Busmodelle dabei und, ich glaube, bei der Europakarte ist es so, gefährliches Halbwissen, dass die bestehende Karte bearbeitet wurde. So, warte mal. Wo müssen wir jetzt lang? Achso, das wäre da unten noch angezeigt. Jump the Red Light. 250 Euro Strafe in den USA. Hm. Auch hier so Sachen wie, dass die Straßentexturen nicht alle so einheitlich sind und so. Da ist schon ziemlich viel Liebe reingeflossen. Das kann man hier auf den ersten Blick sehen. Ihr wisst ja, ich bin ja auch teilweise in der Beratung tätig, was Game Design angeht bei Entwicklern oder Publishern. Ab und an mal. Und da kriegt man so ein paar Sachen, hat man irgendwann so ein Auge für und ich muss sagen, huch, was will denn jetzt? Reguläres Ticket. Wie komme ich da drauf? Ah ja. Reguläres Ticket, ein Trip. Jawohl. Drucken wir aus. 20. Oder was? Hat 20 gegeben? Okay, 220, 40, 60, 80, 3. 4, 5.
Ich hab... ...ein Euro zu viel rausgegeben. Gut. Ja, ich hab heute ich hab bald meinen guten Tag heute hier. So, Ich war gerade in Gedanken schon wieder bei dem, was ich sagen wollte. Wenn ihr mal guckt hier, ne? Also ich mag sowas, dass... man könnte das natürlich einfach nur hier so hinbrushen und dann sieht das alles ziemlich gleich aus. Aber... Hier haben wir da mal so Teerflecken, wo die Straße repariert wurde. Und dann haben wir hier Autos, die uns reinfahren. Und die Leute, die am Quatschen sind. Und auch schöne Wahrzeichen hinten am Horizont. Oh, hier ist sogar der Zebrastreifen ist übermalt worden. Halt, stopp! So, lassen wir mal kurz den Bus angucken. Ist natürlich noch nichts final dran. Bin gespannt, ob wir den auch wieder anpassen können. Das wäre jede Menge Spaß. Und Verschwörungstheorien. Da gab es ja Leute, die dann wirklich meinten so, ja, guck mal hier, Garderol-Werbung auf den Bussen, da will sich der Publisher wieder beim Garderol einschleimen. Also A, das würde bei mir sowieso nicht funktionieren, sagen wir es mal so. Ich reagiere auf solches ein bisschen allergisch. Aber huch. Indicators mit Approaching Oh. Entschuldigung. Ich kann zum Beispiel dieses. Ihr kennt das vielleicht, dieses Werbedeutsch kann ich nicht haben. Ne? Also da habe ich. Musste mich mal um eine Sache kümmern. Da ging es um die automatische Bewirtung. Um so eine. Was man so. So eine Art Fertiggerichte dann irgendwie zur Verfügung hatte. Und ich wollte einfach nur wissen, die haben dann so ein Angebot gehabt, wo man die Sachen in so anderen Schalen haben konnte. Also nicht in Aluminiumschalen, weil die irgendwie so... Aluminium steht ja so im Verdacht, nicht gut zu sein. Und stattdessen wollte ich einfach nur wissen, dann habe ich da hingeschrieben, wollte einfach nur wissen, gibt's, wie kann man das auch über diese Pappschalen, diese neuen machen, wenn wir jetzt sagen, so, das wollen wir haben. Und dann habe ich nicht als Antwort bekommen, nein. So, das wäre so, wie ich dann ticken würde, ne? Meine Antwort wäre dann, nein, geht leider nicht. Sondern erstmal so einen ganzen Absatz, wie toll doch die Köche irgendwie das Essen dann in irgendwelche Schalen zaubern, in Premium-Qualität und so weiter. Das war der erste Absatz, wo ich überhaupt nicht nachgefragt habe. Und der zweite dann, guck mal hier, Chinatown oder was, das dann auf eine bestimmte handerlesene Produktauswahl, das auch mit Pappschachteln geht. Oder der kriegt, also sowas kriege ich echt einen Föhn, weil... Ich weiß nicht, ich bin ein Freund von klarer Kommunikation, werde deswegen auch sehr häufig missverstanden, wie mir scheint. Da wird dann schon mal gerne was reininterpretiert, was ich gar nicht gesagt habe. Die Leute in meiner WoW-Gilde wissen warum. Aber ich habe Spaß hier. Also wir fahren mit der Bus, es kann nichts schief gehen, die Leute springen zur Seite. A passenger is listening to really loud music, okay. Warten Sie kurz. Wo ist er denn? Da. Stop Passenger Listening to the... Das waren diese... Ja, das waren so Sachen, die hatten wir ja auch schon im Vorgänger. Ich finde übrigens die Stadt sehr laut und der Bus sehr leise. Oh, wenn ich das richtig erinnere, war es sogar so, dass es in diesem dieser Version auch Doppelstöcker geben soll und Elektrobusse. Also auch hier geht die Entwicklung natürlich nicht am Markt vorbei. Sondern wir denken in die Zukunft. Sehr schön. Dieses Kommunikationsproblem scheine ich übrigens häufig mal bei Verneinungen zu haben. Wenn ich irgendwie Dinge sage, die nicht eintreffen, wird das interpretiert als... wie soll ich sagen, da möchte jemand... andeuten, dass das passieren könnte, weißt du? Ich bin halt jemand, der denkt einfach so, immer so, nö, wieso? Ich sehe auch schon, das wird so ein Quatschprojekt hier, wenn wir in den Bus fahren. So, Zebrastreifen, immer ein bisschen gucken. Ich bin ja mal gespannt, was die alles erzählen werden. Ich habe jetzt die... Man hört die jetzt kaum, weil wir halt sehr schön... Ich wollte halt so ein bisschen lauter die Atmosphäre haben, dass wir so ein bisschen eintauchen können in die Stadt und wie viele verwinkelte Ecken es hier gibt und so weiter. Das sieht schon alles recht stimmig aus, wenn ihr mich fragt. Ich weiß, das tut ihr nicht, aber ich sag's mal.
Oder auch hier, ne? Sowas, dass die Leute ineinander bouncen, das wird natürlich noch zum Release behoben. Das geht relativ fix. Und die hier waren alle im gleichen Einkaufsladen, haben alle die gleichen Klamotten gekauft. So, regular ticket. Falsch. One day. Regular ticket. Day ticket. Print. 6,20 ist passend. Dankeschön. Er hat schon gesehen, dass ich nicht richtig zurückgeben kann und hat dann gleich abgezählt. So. I'm off work next week. Vacation. Here I come. Och, hätte ich auch gerne mal wieder Urlaub. Ich hab so ein gewisses Budget an Urlaubstagen, die ich mir im Jahr so nehme. Als Selbstständiger ist das natürlich schwierig, aber ich habe mir das aber so vorgenommen. Und ich sage mal, 5/6 dieser Tage sind noch nicht verbraucht. Also sollte ich irgendwann mal hier anfangen, übelst zu kichern, dann ja. Gut, so, guck mal da hinten, wie schön das aussieht da. Das müssen wir mal eben hier kurz appreciaten. In der Ferne, wenn man dann so rausgucken kann. Ich hoffe, dass wirklich das so nicht bleibt hier mit diesen Einfahrtsrichtungsbändern. Ich meine, ich verstehe, warum sie das machen. Aber ganz ehrlich, da gibt es... Ja... Das ist nie schön. Das ist ja auch im Eurotruck und keine Ahnung, wo das immer so war. Mit diesen... Wenn man Wege abgrenzen will. Ich weiß, das ist in ganz, ganz vielen Spielen. Aber mein großer Wunsch wäre, dass man sowas zum Beispiel da nochmal überdenkt. Oh, diese schiefen Palmen, ey. Das ist so... Urig. Was ich über das reden soll. So, jetzt mal hier richtig mitblinken. So. Zack. Und selbst die Leute klettern über die Absperrung, siehst du? Bringt also gar nichts. Try another bus. The demo route ends here. You can now switch to the Enviro. Den gucken wir uns mal eben an. Der wurde irgendwie als Feature angekündigt und ich persönlich habe ja keine Ahnung davon, aber das scheint dann irgendwas Besonderes zu sein. Haben wir den jetzt gewechselt? Oh, jetzt habe ich Hunger. Guck mal. Der Triple Decker. Voll. Huch. Man hier irgendwie aus dem Sitz. So. Ich will hier angucken. Ach so, kommt erst nächstes Jahr. Okay. Ich hab Hunger. Ja, also wie gesagt, das ist alles noch nicht final. Ich wollte nur mal so ein bisschen hier gucken, was hier noch so an Details und so. Detailsverliebtheit. Oh, wie schön. Guck mal, der Müll. Erinnert mich ein bisschen an Star Citizen, ne? Da ist ja auch diese abgeranzten Gebiete, wo so, wo so der Dreck und der Müll rumliegt. Hier können wir Zeitschriften kaufen. Ich habe ja gerade was anderes gelesen als... Ich habe nicht Triple Decker gelesen, ich habe... Ist egal. So, lecker Eiscreme. Jetzt habe ich irgendwie... Ach, guck mal, das sind Zwillinge. Oje, oje, oje. Die haben keinen Mundschutz. Die haben gerade geniest. Das ist mir übrigens auch schon aufgefallen, dass die Leute, die hier rumlaufen, die alle irgendwie so neue Bewegungsanimationen zu haben scheinen, an die ich mich zumindest aus dem Vorgängertitel nicht erinnern kann. Und das sind ja so Sachen, wo ich sagen muss, so kleine Details machen in einem Spiel so viel aus, auch wenn es unterschwellig ist. Ich finde das gut. Boah, hier hat ordentlich gepumpt. Gehen wir wieder zurück. Obwohl, wir könnten mal kurz hier... Weil aus dem Bus konnte man das gar nicht richtig sehen. Wir haben hier also wirklich richtig schöne kleine Stadtviertel, die ja auch animiert sind entsprechend mit unterschiedlichen, ja, Designkatalogen nennt man das, ne? Oder so ähnlich. Also, dann wird da vorher so eine kleine Fibel erstellt und geguckt, so in welchem Stil, und dann wird das so zusammengebastelt. Ich weiß gar nicht, ob es bei, man möge mich da gerne informieren, kritisieren oder so, ob es bei Unreal auch so diese riesengroßen Asset-Kataloge, in denen man 95% der Sachen nicht brauchen kann, gibt, wie bei zum Beispiel Unity.
Ja, und die Texturoptimierung ist auch noch nicht final. Die löst also noch nicht auf die Auflösung auf, die ich hier auf dem Bildschirm habe. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist, kommt schon eine geile Atmosphäre rüber, oder? Wie seht ihr das? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und habt ihr mich schon mal missverstanden? Wenn das gerade irgendwie so Thema war. Dann schreibt das gerne dazu. Und ach, guck mal. Unterschiedliche Bäume. Ja, Mensch, da muss ich einmal drauf hinweisen, ne? So. Auf jeden Fall reagiert der Verkehr auf mich. Ich bin in anderen Simulator und wäre einfach über den Haufen gefahren. Und ich bin ein Vampir. So. Ich werde mich jetzt hier in die Ecke setzen und eine schöne Cola schlürfen, oder was auch immer das ist. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß in diesem ersten kleinen Einblick. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das Spiel rauskommt. Es ist eine frühe Alpha-Version. Ihr wisst das natürlich. Ich weise trotzdem noch darauf hin. Alle weiteren Infos dann natürlich hier im Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen. Danke nochmal fürs zur Verfügung stellen der Demo. Und jetzt viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wir haben ja noch ein paar mehr neue Simulationen vorgestellt hier in den letzten Tagen. Und da kommen auch noch ein paar Videos. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.